Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr diese kleinen Glückspilze nachhäkeln könnt. Und das geht wirklich sehr, sehr schnell und einfach. Man könnte auch hier so ein Bändchen dran machen, dann kann man das an Schlüssel dran machen, am Schlüsselbund. Und ja, ich finde die total schön, um die zu verschenken. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video und beim Nachhäkeln. So, ich zeige euch erstmal, was ihr dafür benötigt. Also einmal Wolle. Ich habe da jetzt so ein Rot, ja, ein etwas dunklere Rot, würde ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Also ich nehme einmal das und einmal Weiß. Woher ich die habe, kann ich euch gar nicht sagen. Das weiß ich gar nicht mehr. Dann arbeite ich mit einer Nadelgröße von 1,5. Wäre für diese Wolle eigentlich eine 2,5 geeignet, so wie diese auch. Aber das macht nichts. Ich arbeite mit einer etwas kleineren. Dann wird das Ganze hier auch schön dicht. Und ja, das gefällt mir sehr gut. So, dann brauchen wir noch eine Schere und eine Nähnadel, eine Wollnähnadel. Diese sieht so aus. Und dann können wir auch schon beginnen. Wir fangen an mit Rot. Wir beginnen nämlich erstmal mit dem oberen Teil. Und arbeiten uns dann so hier runter. Genau. Also, hier den Anfang raussuchen. Ihr wisst, ich arbeite sehr, sehr gerne mit einem magischen Ring. Und damit fangen wir jetzt auch an. Ihr könnt ihn natürlich so machen, wie ihr den gelernt habt. Ich zeige euch immer wieder gerne, wie ich den mache. Und zwar wickle diesen einfach so um den Finger. Gehe dann da mit meiner Nadel rein. Wenn ich hier ziehe, wird dieser Kreis kleiner. Und wenn ich hier dran ziehe, dann wird er wieder größer. Darin machen wir 6 Maschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Wir ziehen jetzt hier an diesem Faden. Dann schließt sich dieser Kreis. So schaut das jetzt aus. Wir zählen nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir gehen hier in unsere allererste Masche. Und wir häkeln hier einfach weiter. Und zwar häkeln wir in dieser ersten Masche 2 feste Maschen. Das heißt, wir verdoppeln diese Masche. Und das machen wir mit jeder Masche. Wir haben ja jetzt gerade 6 gehabt und aus diese 6 werden dann 12. Am besten zählt ihr dann am Ende auch nochmal. Also die erste habe ich verdoppelt. Und jetzt gehen wir in die nächste rein. Und auch da machen wir wieder 2 feste Maschen. So, und in den nächsten wieder 2 feste Maschen. In die nächste wieder 2 feste. Jetzt habe ich gar nicht mitgezählt, ist nicht weiter schlimm, mache ich gleich. Eins und noch eins. In die nächste. Eine und noch eine. So, ich glaube, wir zählen mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir haben unsere 12 Maschen. Jetzt können wir hier nochmal dran ziehen und dann schließt sich dieser Kreis komplett und das schaut momentan so aus. Dann werden wir in der nächsten Reihe nur feste Maschen machen, keine Abnahmen, keine Zunahmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch da einen Faden dazwischen legen. Dann wisst ihr ganz genau, wann eure Runde fertig ist. Oder ihr macht das wie ich. Ich zähle bis 12. Da wir aber nicht nur eine Reihe mit feste Maschen häkeln, sondern zwei, zähle ich jetzt einfach doppelt so viele. Und zwar häkle ich jetzt 24 feste Maschen. Und wenn ihr das habt, dann sehen wir uns wieder.
Eins. Sechs, sieben, neun, zehn. Elf. Ich glaube, den muss ich noch mal neu machen. Elf. Ich arbeite viel lieber mit Garn. Nur habe ich leider kein in Rot da und deswegen mache ich das jetzt einfach mit dieser Wolle. Und das letzte, die 12. Die erste Reihe haben wir, weil das innere Muster finde ich aber viel schöner wie hier dieses Außen. Deswegen werden wir das einmal jetzt so drehen. Das könnt ihr aber auch gleich, wenn ihr die 24 bzw. die zwei Reihen gemacht habt. Ja, so sieht nämlich dieser Muster aus und den finde ich viel schöner. So, noch eine Runde, also nochmal 12, dann insgesamt, dann haben wir insgesamt 24. Also 12 hatten wir, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23 und 24. So, die 24 haben wir. Die Farbe werden wir jetzt wechseln. Ich gehe jetzt einfach hier ins nächste rein, mache eine Kettenmasche und schneide es ab. Lass ein Stück dran. Ihr könnt es auch kürzer machen, aber ich mache das so, damit ich das Ganze gleich hier ein bisschen innen stopfen kann. Denn ich nehme da keine Füllmaterial, sondern lege mir einfach hier die Wolle, die wir haben, so ein bisschen rein und dann ist es halt so ein bisschen fülliger und das reicht dann auch schon. So, Rot brauchen wir dann jetzt nicht mehr. Wir machen weiter mit Weiß. So. Also wie gesagt, das kommt nach innen, mache ich aber gleich zu einem späteren Zeitpunkt. Nehmen Weiß, lehnen das einfach hier irgendwo an, gehen in einer Masche rein. In jeder Masche machen wir eine feste Masche. Und das eine Runde lang, das heißt 12 feste Maschen. Drei haben wir, drei. Ne, zwei. Die erste zählt nicht mehr. Zwei. Drei. Also eine Runde. Man braucht da jetzt nicht zählen, da es ja eine andere Farbe ist. Das kommt nach innen.
So, und jetzt hier noch. So, wir haben die 12 Maschen. Was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt nur Abnahmen machen. Das heißt, insgesamt 6 Abnahmen. Dann dürften wir am Ende nur noch 6 Maschen haben. Und das machen wir jetzt in dieser Runde. Also wir gehen ins erste rein, holen den Faden. Wir gehen ins zweite rein, holen den Faden und machen aus 2 Maschen eine. Das war unsere erste Abnahme und wir wiederholen das. 6 Mal müssen es insgesamt sein. Also jetzt kommt und das zweite Mal. Masche holen, nochmal Masche holen, durch 2 machen wir eine Masche. Und das war das zweite Mal, jetzt kommt das dritte Mal. Holen, holen, durchziehen, eine feste Masche. Und jetzt das vierte Mal. Und das macht er insgesamt 6 Mal. So, was ich jetzt machen werde. Hier diese rote Wolle, die werde ich da reinstopfen. Das meinte ich vorhin mit, dass das halt mein Füllmaterial ist. Es soll ja keine Kugel werden, sondern wenn dann eher so eine platte Kugel oder Halbkugel. Na, deswegen tue ich das jetzt hier schon so ein bisschen formen, modellieren, wie es am Ende auch ausschauen soll. Und jetzt sehen wir mal, wie viel Maschen wir jetzt da haben. Es müssen nämlich insgesamt dann 6 nur noch sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Das heißt noch 2 Abnahmen. Das ist wichtig, dass es am Ende wirklich nur noch 6 sind. So, auch jetzt werde ich noch mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jawohl, sechs. So, wir haben diese sechs. Und jetzt ist es eigentlich ganz einfach. Wir häkeln jetzt 3 Reihen, nur feste Maschen, jeweils 6 Maschen, eine Reihe. Das heißt 3 mal 6, also 18. Ich häkel jetzt 18 feste Maschen. Und dann zeige ich euch noch, wie ich das schließe. Also jetzt einfach nur 18 feste Maschen und dann sehen wir uns nochmal. Bin gerade bei 16. Ist gar nicht so einfach, weil das so eng und klein ist. 17 und die nächste und letzte. So, und zum Ende. Das ist ja so winzig, könnt ihr das sehen, die kleinen 6 Maschen. Wir stechen jetzt einfach 1, 2, 3 hier in die dritte einfach gegenüber. Nehmen den Faden mit, ziehen durch beide und machen hier dann nochmal eine Masche. Ziehen die fest zusammen, ziehen das ein wenig lang, so in etwa.
Schneiden es ab. Gehe mit der hier einfach hier irgendwo durch. Komme hier oben an der Spitze raus. Und nehme den Faden einfach mit. Und ziehe den einfach durch. So, seht ihr das? Da ist noch ein Stück, den ziehen wir dann so da durch. Der bleibt dann da drin. Dann tun wir das Ganze noch mal ein bisschen formen und modellieren. So schaut es jetzt aus. Und jetzt wollen wir hier noch ein bisschen weiße Punkte machen. Punkte, Striche, wie auch immer. Dafür schneiden wir hier ein Stück von dem Weißen ab. Dann benötigen wir auch unsere Wollnähnadel. So. Wir stechen einmal ja, hier irgendwo so zwischendurch, wo man gut durchkommen. Wir kommen ziemlich in der Mitte raus, also hier zentral. Jetzt habe ich das Loch zu eng gemacht, aber es geht. So, und das ziehe ich mir hier raus. Klemme das hier mit meinem Finger ein. Und dann legen wir los, die Striche zu machen. Also hier in dem ersten Kreis. Das ist gemeint damit. Da müssen wir einmal durch. Ich gehe einfach mal hier. Dann springe ich ins zweite Kreis. Ja, muss halt eine Lücke gucken, wo eine Lücke ist. Da habe ich eine. Das könnt ihr natürlich so machen, wie ihr wollt, ne? Wie es euch gefällt. Ich zeige euch nur, wie ich es mache. So, dann gehe ich hier einmal durch. So, dann hier, so. Ja, ich glaube, das reicht. Und dann gehe ich halt hier unten wieder raus. So, es wird wieder einmal modelliert, das letzte Mal. Dann schneiden wir die hier weg. Die ziehen wir ein wenig lang. Dann geht das nämlich gleich wieder zurück und die sind unsichtbar sozusagen, weil die sich reinziehen, ne? Die Enden. So, wenn ich das Ganze jetzt hier noch so. So, jetzt das letzte Mal. Ja, und von unten sieht es dann so aus. Also, ihr habt ja gesehen, das geht eigentlich wirklich einfach und es ist mega schnell gemacht. Ja, von innen oben sieht es dann so aus. Kann euch auch mal die anderen zeigen. Ne? Ich finde die total süß. So. Ja, das war es auch schon zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.